Murder on call with the partner. 20 years in the scene like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Body's fucking sailor than every night. Yo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Hack. Mal wieder mit einer neueren Ambient-Version, weil der Client inzwischen jetzt auch einen Scaffold-Walk und auch einen Tower haben sollte. Und ja, dachte ich mir halt, wenn die Version jetzt eigentlich so ziemlich gut für Gomme ist, warum sollte ich nicht damit spielen? Ich guck mal kurz, ob No XP an ist. Ja, ist es sehr gut. Bevor ich das im Video wieder auch rauseditieren muss. Und ja, bei Necrom war das so, dass es einfach das noch nicht gab, das Modul. Und ich es deshalb natürlich nicht benutzen konnte. So. Lol. Der Scaffold Walk ist ja sogar sau schnell. Okay. Das hätte ich nicht mal erwartet. Ich dachte, der ist so, nachdem man läuft und so weiter. Habe ich jetzt persönlich auch nichts. Habe ich persönlich jetzt auch nichts gegen, dass er so schnell ist, muss ich so sagen. Ist ja nur nicer und ich sehe gerade schon mal, die haben wenigstens das Legit-Fallen auf Gomme gefixt. Ist, wenn man hier nach unten fällt, dass man dauerhaft geflaggt wird für Fliegen. Wenigstens eine Sache. Ist ja jetzt nicht so, als wäre das gut, sondern eher ein bisschen traurig, dass es überhaupt erst so war, dass man fürs Legit-Fallen, fürs Flying geflaggt wird. Aber nun ja, ist ja auch egal. So, ein bisschen Essen und noch ein bisschen Blöcke. Ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß, dass das jetzt ein bisschen dumm ist, das in dieser Folge zu sagen. Aber ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das gestern mit Bang fandet, ob ich das öfter machen soll. Weil ich habe ja schon damals gesagt, dass ich es eher nicht so oft machen werde, so mit anderen Leuten aufnehmen. Einfach, weil ich die Leute aus der Hacking-Szene nicht so korrekt finde. Aber Bang ist so eine Person, die, wie gesagt, ziemlich korrekt ist und ich wirklich gar nichts gegen sie habe. Und das ist bei echt wenigen Leuten aus der Hacking-Szene so. So noch eine Spitzhacke und dann gehen wir einfach zu Team Schwarz. Haben wir jetzt einen guten Scaffold-Walk. So. Wie es glitscht auch nur einen Block weg, dann gehe ich mich wirklich offiziell ritzen. Aber es passiert anscheinend nicht. Ich liebe den neuen Scaffold Walk. Ich liebe ihn wirklich. Na? Oh. Sehr gut. Macht bestimmt viel Sinn, sein Bett zu protecten, wenn man es dann nicht verteidigen kann, oder? Tschüss. kaufen uns mal kurz neue Blöcke, damit wir einfach ein bisschen besser Scaffold Walken können noch. Long Jump habe ich auch noch, warum auch immer ich das gerade nicht verwendet habe. Team Orange hat noch ein Bett, dann gehen wir da als nächstes hin. Der Typ ist gar nicht da und der, hä? Ach, Orange als Spieler, alles klar. Macht schon ein bisschen mehr Sinn. Dann gehen wir hier rüber und ich weiß nicht, ich könnte hier schon hoch Long Jumpen, aber ach komm, ja, warum nicht? Wenn man es gerade trifft, so wo man hin will, dann geht das ja auch. Da können wir auch wieder schön Long Jump benutzen. Vor allem, weil das einfach nicht checkt. Es ist immer so richtig nice, mit Long Jump über Köpfe von Leuten zu springen, weil sie einfach nichts gegen einen machen können als Legit. Kann man hier hochspringen? Ne, leider einen halben Block zu tief, aber egal. Trotzdem nice. So, Bad Down. Team Grün ist ja schon der letzte. Wow. Ging ein bisschen schnell vielleicht. Also so ein bisschen. Oh, da wäre ich erstmal fast runtergefallen, weil ich meinen Long Jump zu früh ausgemacht habe. Warum auch immer ich hier gerade kein Speed geused habe. Aber der hat ja auch richtig gutes Equipment wieder. Das wird auf jeden Fall eine Challenge. Nicht. Tschüss. Ich gehe einfach mal direkt zu dem Bett. Machst mir eh keinen Schaden. Oh, jetzt rennt er weg. Nice. Egal, kurz hinterher speeden. So. Und er springt halt runter. Dann sehen wir uns gleich schon mal in der nächsten Runde wieder. Da sind wir einfach mal wieder in einer Runde Skywars, weil ich mir dachte, dass der Long Jump bzw. High Jump ganz gut dafür geeignet ist. Gehen wir mal kurz hier runter. Ich glaube, ich habe den Boost beim Long Jump aus. Ich ändere das mal kurz. Ah, ne, Gamma Boost ist an. Habe ich nichts gesagt an der Stelle. Ziehen uns das hier rüber so. Hat man Kompass in Skywars, als ob man keine Spieler mehr finden würde. So, Scaffold Walken kurz hier rüber. Der Typ. Oh, jetzt hat er uns bemerkt. Hab nichts gesagt. Dann machen wir einfach schon mal unsere Killaura an und fangen an zu speeden, damit er weniger Hits durchkriegt. Könntest du down gehen? Okay, ich darf ihn legit nicht mehr schlagen.
Gutes Komma Anti-Cheat an der Stelle. Ja. So macht das Spaß. Vor allen Dingen, er kann mich auch nicht mehr hätten. Junge, Gomme ist so ein schlechter Server. Das ist die neue Killaura-Protection, von der ich gehört habe. Übrigens, das mit den IP-Bands, was ich gestern erzählt habe, das haben die wieder zurückgeändert. Das haben die komplett wieder rückgängig gemacht. Ich denke mal gerade aus dem Grund, den ich genannt hatte, dass es halt auch legit ficken würde und so weiter. Und ja, ist ja auch vollkommen egal. Außerdem haben die halt eine neue Killaura-Protection, die habe ich eigentlich jetzt zum ersten Mal gesehen. Und außerdem habe ich dann auch mal direkt wieder bemerkt, komisch, der Gegner kann mich ja auch gar nicht mehr hitten, obwohl er legit ist. Ah, gutes Gomme, meine Fresse. Ich sehe schon wieder, wie es wieder nur noch schlechter wird. Es geht wieder nur noch bergab. Es geht wirklich nur noch bergab. Und es ist ziemlich traurig. So, einmal kurz das gute Equipment von ihm holen. Der hatte ja so Eisensachen. So. War schon, ja, das war schon alles. Sehr gut. So. Oh lol, der hat einfach Dia-Sachen. Egal, essen wir uns einen goldenen Apfel und dann sollte das eigentlich passen. Eigentlich. Jetzt uneigentlich weiß ich noch nicht, aber wir scaffold walken uns einfach zu ihm rüber. So. So. Und so. Oh lol. Der Boost hat mich ein bisschen überrascht. Oh lol, der ist in Lava. Das ist sogar gut für uns. Wir haben keine neue Lava und wir haben auch keine Spitze. Ja gut, in Kurski sollte das Killaura-Update eigentlich auch sein. Ich habe gerade schon eine Testrunde gespielt, mir ist eigentlich nichts aufgefallen. Ist ja witzig, wie das vor allen Dingen ein Legend in Skywars flaggt. Und vor allen Dingen nicht mal, weil ich dafür geflaggt wurde, sondern einfach random, weil er mich so oft geschlagen hat. War ziemlich witzig. Oh, und gegen den Hacker, gegen den ich gespielt hatte, hatte weder ich noch er den Hitbug, was bedeutet, ja, ich denke mal, keine Autobands und beziehungsweise auch keine Killaura-Probleme. Und das bei Ambien, was nicht mal so der beste Client in meinem Shop ist. Und ja, gutes Anti-Cheat, wie gesagt, sehr gutes Anti-Cheat. Na, kannst du, ja, sterben? Nice. Dann gehen wir auf dich als nächstes, der rennt ja in unsere Richtung. Passt ja dann. Oh. Wir haben einfach unten weiter gehittet hat, what the fuck. Junge, kannst du aufhören? Na, ich glaube, wir kommen ihn so nicht wirklich hinterher. Habe ich so leicht das Gefühl. Ich meine, gut, langsam, aber ja. Okay, er dreht sich nochmal um. Mutig von ihm. Wenigstens etwas. Andere Legits hätten das jetzt noch 3 Jahre durchgezogen, da ewig weiter wegzurennen, aber ja. Und da kommt, na, der bemerkt uns nicht mehr als wirklich, aber er rechtsklickt erstmal, er blockt mich an, vor allen Dingen Teams verboten. Nice ist Meme an der Stelle. Echt nice. Na? Kämpfen? Ja, okay. Tschüss. Tschüss? Eigentlich ja. Okay, nice. Und der letzte war, glaube ich, irgendwo hier hinten. Ah ja, da. Wunderschön. Wie der uns auch schon wieder nicht bemerken konnte. Auch sehr gut. Boah, mit Eisenschwert hätte das ja auch noch fast knapp werden können. Nur leider wird's halt nicht knapp, ne? Schade. Oh, er hätte sogar noch Goldäpfel. Och, echt mies gelaufen für ihn. Und wir sehen uns gleich in der nächsten Runde. Ich habe gerade einfach nochmal mein Alt gewechselt, um halt nicht von einem Mod gebannt zu werden. Weil ich, denke ich mal, in der Kurski-Runde ganz oft reported werde. Ganz oft, okay. Guter Ausdruck an der Stelle schon wieder. Bisschen Essen kaufen. Holen uns einfach Low Equipment, weil mehr braucht man ja eigentlich nicht so. So. Rest noch Blöcke. Bauen das mal kurz nur so zu. Mehr brauchen wir nicht. Nur im Notfall. So, und Scaffold Walken zu Team Rot rüber. Vor allem, weil er sich gerade auch schon in die Mitte baut. So. Oh, lol. Warum werde ich an Land für Flying geflaggt? Auch schon mal wieder eine gute Frage an der Stelle. Tschüss.
also so tschüss sozusagen jetzt. So, oh, der hat schon ein bisschen Eisen hier liegen. Dann holen wir uns einfach mal ein besseres Schwert, weil wenn wir es schon haben, dann warum nicht? Spitzhacke wäre auch mal ganz praktisch. So. Ich frag mich, ob das seitwärts mit dem Scaffold Walk geht. Eigentlich sollte das ja nicht gehen, aber wir machen es einfach mal so. Der bemerkt uns auch schon wieder nicht, weil er sich auf den anderen Typen konzentriert. Na? Weil was zur Hölle? Mein Bettfucker guckt legit, also client-sided aufs Bett drauf und kannst dein Instant zerstören, vor allem auf solch so viele Blöcke. Frag mich, ob das gewollt ist. Find Tower B. Und Tower Flag noch immer. Wow. Vielleicht liegt es auch nur daran, dass ich in der Mitte stehe. Sekunde. Mal Killaura ausmachen. Oh ja. Es liegt sogar daran. Dann habe ich halt mal nichts gegen Ambien gesagt. Und wir machen jetzt eindeutig mal beim Long Jump den Gomme Boost aus. Wow. Weil der anscheinend mich öfters flaggt. Oh lol. Es geht halt wirklich perfekt, der Badfucker. Okay, gute Arbeit an der Stelle, falls es gewollt ist, weil es kommt mir irgendwie ein bisschen komisch vor. Warum sollte man dann eigentlich sowas an einen sowas denken? Macht für mich nicht wirklich Sinn, aber hey, wir gehen einfach mal zu Team Orange, weil das ist nicht mal irgendeine Person, der ist da rechts, glaube ich. Ja, er ist da rechts. Wir probieren es einfach mal von dieser Seite, ob das hier auch geht durch Black. Oh wow. Ja, gefällt mir schon ziemlich gut. Oh, der Long Jump ist sogar ganz gut, um hier hochzuspringen. Merke ich mir. Oh, Team Orange ist einfach das Game relieved. Vor oder nachdem ich das Bett zerstört. Ah, ne. Er ist gestorben, er ist einfach runtergefallen. Ah ja, hier ist er wahrscheinlich runtergefallen. Guter Spieler an der Stelle. Team Schwarz war, glaube ich, da drüben. Wir gucken einfach mal nach. Was anderes können wir jetzt eh nicht machen. So, und Scaffold Walk. Ja. Gehen wir über den Weg. Ah ne, wir Scaffold Walken uns einfach. Ah ne, er kommt uns schon entgegen, dann passt das. Dann gehen wir auch hier drüber. Oh, vor allen Dingen, sein Bett ist ja noch nicht kaputt, habe ich ja ganz vergessen. So. Und da erstmal mit Flying gefragt, der hat ein Klassiker. Ich verstehe, das wirkt. Gutes Equipment an der Stelle, was du hast mit dem ganzen Puder und so. Oh Gott. Der Typ hat echt lange, weil ich dachte, ich würde es noch schaffen. Ich wollte gerade schon long jumpen. Digga. Du schwitzt ja mal richtig dein Leben weg. Und er springt runter. Ich glaube, das war nicht mal gewollt von ihm. Wow. Einfach wow. Badfucker erstmal austauge. Und Drachenlord 33. Wunderschöner Name an der Stelle. Erstmal GG schreiben und wir sehen uns dann gleich noch in der letzten Runde wieder. Und da sind wir auf einer Runde 2x4, damit wir noch in den letzten 2 Minuten das hinkriegen. Wenn die Leute nicht gerade hier stehen würden und die Sachen abnehmen. Okay, dafür Flying geflaggt zu werden, hätte ich jetzt niemals erwartet. Wir warten noch auf ein zweites Eisen, das sollte eigentlich schon ausreichen, wenn die nicht ihr Bett protecten, was ich jetzt einfach mal hoffe. Und wenn nicht, dann haben wir halt ein bisschen gelitten, aber hey. So. Okay, das ist kein Gegner, ich wollte gerade schon sagen. So, so, so. Blöcke und ein bisschen Essen. Zumindest so ein Apfel oder so. 2 reichen auch. 40 Blöcke reicht niemals. Wir müssen nochmal warten. Da also liegt ganz gut Bronze. Denk mal, das sollte jetzt ausreichen. Ich hoffe es einfach mal. So. Kurz Bettfrage schon mal toggeln, weil geht ja eh durch Blöcke, was mich ja jetzt schon mal freut. Und Spitzhacke brauchen wir daher ja dann eh nicht. Scaffold Walken einfach perfekt zu deren Weg rüber und dann ist die Runde einfach schon vorbei. So. Kurz aufhören, weil ich habe da so schlechte Erfahrungen, während man läuft, sein Scaffold Walk auszumachen. Und sie haben ihr Bett nicht mehr zu protecten. Na, herzlichen Glückwunsch. Dann war es das mit der Runde wohl leider schon, ne? Tschüss. Ich hoffe, euch hat trotzdem wie immer die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like und einen Kommentar da. Und wir sehen uns dann morgen beim nächsten Video wieder. CSGO kommt übrigens auch wieder.
Wir haben gerade nur ziemlich Probleme, HVHs zu finden. Keine Angst, es ist nicht so, als würde ich es nicht versuchen zu bringen. Vielleicht bringe ich Legit Hacking auch nochmal, wenn wir irgendwie ein gutes 5-Mann-Team haben, mit denen das dann auch Spaß macht. Aber HVH wird dann halt kommen, sobald wir wieder ein HVH finden. Und bis dahin dann, haut rein. Ciao.